Es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit, wie wir alle wissen, etwa zwischen Russland, dessen Staatsbudget ja doch sehr abhängig ist von Öl- und Gaslieferungen, und uns, die wir auch angesichts der Klimapolitik, die die Regierung macht, angesichts der Tatsache, dass wir sowohl aus der Kernenergie als auch aus der Kohle aussteigen, brauchen wir eine sichere Erdgasversorgung, weil das eine Übergangstechnologie für sehr, sehr lange Zeit sein wird, im Übrigen umweltpolitisch den wenigsten Schaden zufügt.